Ja, und hallo liebe Freunde bei noch einem neuen Projekt von Bruder LP hier auf meinem Kanal The Long Dark. Wir starten die Story, gibt's leider noch nicht. Ich hab eben schon gesehen. Man muss hier über Sandbox noch starten, wir nehmen den Mann. Zwei Welten soll es geben, eine ist nur freigeschaltet. Und wir starten durch. Es ist kalt. Und wir wissen nicht, wo wir sind. Wo müssen wir hin? Wir haben keine Ahnung. Ich habe einmal kurz reingeschnuppert in das Spiel, um die Steuerung ein bisschen zu verstehen. Ansonsten habe ich hier keine Erfahrungen gemacht. Wir sind auf uns alleine gestellt. Sieht so aus, als wenn es hier nur Berge gibt. Auf jeden Fall ist dieses Survival Game nicht so wie andere Spiele, dass man hier auf Zombies oder Gegner trifft, sondern der einzigste Gegner hier ist die Natur, so wie es auch im wirklichen Leben ist. Man kann erfrieren. Von wilden Tieren angegriffen werden, verhungern, verdursten oder einfach nur zugrunde gehen, an zu wenig Schlaf. Ich halte mich mal hier in diese Richtung, die scheint ein bisschen ja, doch. Das sieht so nach Holzfällerlager aus. Da liegen auf jeden Fall Bäume rum. Die Grafik ist ein bisschen ihr eigen. Ein bisschen Comic-Style irgendwie. So. Der Kollege friert sich schon den Ast ab. Also viel ist hier scheinbar nicht. Keine Hütten, nur Bäume. Sieht aus wie ein Baumfällerlager oder so. Zumindest haben sie hier ein bisschen Holz gerodet. Da drüben ist noch ein Schild. Da ist noch ein Schild. Ranzoomen kann man nicht. Ich habe auch gelesen, man soll bei diesem Spiel nicht sehr lange überleben können. Also man kann nicht dauerhaft überleben. Man wird so oder so nach ein paar Tagen sterben. Ich folge jetzt einfach mal diesem Weg hier. Es scheint da nach oben zu gehen. Sieht nach einem Türmchen aus. Frozen Corpse, ein erfrorener Mensch. Ja, er hat eine Skijacke, cool. Die können wir bestimmt anziehen direkt. Mehr hat er nicht. Ach, das ist natürlich blöd. Dann jetten wir mal hier den Berg hoch und gucken mal, was da so ist. Ist ein bisschen langsam, der Kollege in dem tiefen Schnee hier. Jetzt ist er am Sprinten. Wo ist denn das Türmchen? Hab ich keine Ahnung. Scheint hier alles nur Schneelandschaft zu sein. Berge, Wälder,
bin ich ja mal gespannt, was so auf uns zukommt hier. Ihm ist kalt, wie man rechts sehen kann. Muss ein bisschen rennen, dann geht's ihm mal besser. Da ist ein Rucksack. Da liegen auch noch Sachen, hat irgendjemand verloren. What have we here? Soda, was zu trinken. Das sieht aus wie ein Schokoriegel. Und ein Rucksack. Salzcracker. Schmerztabletten. Ja, immerhin. Für was wir das alles brauchen, werden wir schon noch sehen. Also Nahrung und Trinken ist ja selbstverständlich, dazu muss man ja wohl nichts sagen, aber so Schmerztabletten, wann man die einsetzen muss. So. Ich weiß ja nicht, ob es hier sowas gibt wie Vergiftungen oder so. Also es scheint hier noch ein ganzes Stück nach oben zu gehen. Er erfriert scheinbar, oder er friert. Kondition 99%. Condition. Was ist das hier? Okay, das scheint einfach nur kaputt zu sein. Was hat er jetzt? Suffered sprained ankle. Kein Plan, was das... I'm gonna need some first aid. Soon. Hier, ne? Müdigkeit. Kälte. Der erfriert auf jeden Fall schon fast. Sprained ankle. Dafür brauchen wir Painkillers und 4 Stunden ausruhen, glaube ich. Ja, Painkillers haben wir doch. Ich würde mal sagen, wir gucken da in den Rucksack. Painkillers. Einmal benutzen. Sprained ankle healed. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Forestry Lookout. Ach, das ist ja kein Türmchen, das ist eine so was wie ein Turmhäuschen eher. Da bin ich ja mal gespannt, was wir da jetzt finden werden. Gucken wir uns da mal um. Sind wir jetzt endlich mal da? Ah, jetzt. Da ist die Türe. Tür zu. Vielleicht wird es ein bisschen wärmer. Was ist das? Ein Lappen. Ein Dosenöffner. I could use this. Beef Jerky. Ich glaube, das ist irgendwie so 3 Stückchen oder so. Pork und Beans. Irgendwas mit Bohnen. Eine Axt, das ist ja schon mal nicht schlecht, eine Axt. Eine Zeitung. Ein Radio, was man scheinbar nicht benutzen kann. Ein Ofen. Wood Matches 12. Tinder Plug. Fuel 9. Das ist auch kein Plan, was das bedeuten soll. Ich würde sagen, wir machen einfach mal ein Feuer. Hm. Scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Okay, dann lassen wir das mal. Hier können wir bestimmt schlafen. Gewehrmunition. Ich hoffe, niemand braucht das mehr. Eine Metallkiste. Ah, eine Flare. Ist bestimmt noch hilfreich. Ah, ein Erste-Hilfe-Kasten. Was haben wir denn da? That'll come in handy. Eine Wasserflasche, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich hoffe, der kommt jetzt irgendwie zurecht so mit seinem... Gucken wir uns das hier erstmal an. Forage Wood. Ja, kein Plan, was das. Was das jetzt hier. Der hat scheinbar jetzt Holz gehackt oder so. Ich weiß es nicht. Wir versuchen dann einfach mal den
Ofen anzuschmeißen. Da, jetzt hat er hier auch was zum Reintun. Ah, alles klar. Die, if I don't get some food soon. Ja, und der braucht jetzt scheinbar. Ich kann mich nicht bewegen. Achso, der macht das Feuer da an. Und jetzt könnte man hier Schnee reinfüllen. Können wir ja mal 2 Liter Schnee reintun. Wir haben scheinbar kein Wasser. Ja, dann mach das doch mal. Kochen, schmelzen. Weiß ich nicht. Ja, soll er das mal ruhig schmelzen? Haben wir 2 Liter Wasser? Wie, jetzt ist schon aus oder was? Machen wir noch ein bisschen hier. Da vergeht die Zeit immer so schnell. Starving. Ich würde sagen, wir knallen uns mal eben irgendwie was zu essen rein. Ah, Klamotten, Erste Hilfe, Essen und Trinken, Material. Bla 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 bla. Also, dann gucken wir mal hier. Was haben wir denn hier? Wasser. Salty Crackers. Da steht auch eine Prozentzahl. 44%. Essen wir das mal hier, Beef Jerky. Ah, jetzt gehen da unten links die Kalorien hoch. Es wird dunkel, scheiße. Dann gucken wir hier nochmal. Essen, trinken. Grape Soda, trinken wir auch mal ein bisschen. Er hat immer noch Hunger, also das ist aber... Also ich merke schon, das ist nicht... Das ist kein Kinderspiel hier. Also hier musst du wirklich... Pork and Beans Candy Bar. Knallen wir uns das mal alles rein. Das essen wir auch noch. Und die Kalorien mal ein bisschen hochgehen. Wasser. Einen halben Liter. Trinken wir jetzt einfach mal. So. Ach, hier könnten wir die Zeitung verbrennen. Ich würde sagen, wir machen das einfach nochmal an hier, das Feuer. Das wärmt uns bestimmt auch noch ein bisschen auf. Come on, little fire. Wie, hat er nicht geschafft oder was? Nochmal jetzt. Hallo. Hallo. Macht er da den Scheiß jetzt nicht an? Insufficient materials to create fire. Also uns fehlt scheinbar irgendwas. Ich glaube nicht, dass es hier am Holz liegt. Wood. Nee, es liegt also nicht am Holz. Oh Gott, der ist immer noch am ready to die. Repair. Pff. Kann man scheinbar nicht reparieren. Keine Ahnung, was er jetzt da gerade macht, aber... haben wir ein Leder. Der hat jetzt nicht wirklich seine Sachen zerrissen, oder? Oder? Bedwall. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ich denke nicht, dass uns das hier irgendwie jetzt noch helfen kann. Gucken, ob er... Ich sehe irgendwie gar nichts, es ist dunkel.
Bett. Es ist 1.21 Uhr und da soll er ruhig mal 4 Stündchen schlafen. Wir haben kein Licht, das ist natürlich auch irgendwie blöd. Und ich befürchte schon das Schlimmste, und zwar, dass wir sterben werden. So thirsty, I can't. Kalt, Hunger, durstig, also das sieht wirklich schlecht für uns aus. So, jetzt haben wir mal die Skijacke angezogen. Scheint ein bisschen wärmer zu sein für ihn jetzt. Die hat er jetzt an. Ja, trotzdem haben wir Hunger, Durst und es ist immer noch kalt. Also wir werden, denke ich mal, in den nächsten Minuten schon sterben. Das Bild ist schon leicht verschwommen. Ich versuche mal schnell zu sprinten. Vielleicht. Oh! Wir sind runtergefallen. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen jetzt. Ich würde sagen, wir versuchen es dann in der nächsten Folge nochmal von vorne. Jetzt haben wir schon mal einen kleinen Einblick bekommen, wie das Ganze so funktioniert. Und dann schauen wir mal weiter.